komm doch mal! Danke! Traust dich ja nicht! Nils Frenzel, der T-Online-Redakteur, der über unseren Bürgerdialog in Eitorf einen Artikel schrieb. Herr Frenzel war bereits für einige linke und sehr linke Blättchen aktiv. Spiegel, Süddeutsche und Zeit etwa. Unser Bürgerdialog, also die Informationsveranstaltung über das, was wir tun im Bundestag, lief prächtig. Auch die Gegendemo war groß und wahrscheinlich waren da einige wirklich besorgte Bürger drunter. Aber wussten diese Leute, mit wem sie sich da gemein machen? Nils Frenzel klärt in seinem Artikel darüber nicht auf. Er schreibt nur von, Zitat, demokratisch gesinnten Demonstrierenden. Der gendernde Herr Frenzel schreibt allerdings nicht von gewalttätig gesinnten Sachbeschädigenden. Warum nicht, Herr Frenzel? Genau das ist passiert. Es gab Übergriffe, die ganz klar von Sympathisanten der Demonstrierenden ausgingen. Es wurden Autos demoliert. Dazu schreibt Nils Frenzel kein Wort. Ich habe daher Herrn Frenzel schriftlich angefragt. Diese 7 einfachen Fragen, das sollte ein leichtes für Herrn Frenzel sein. Antwort? Keine. Das Schreiben verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Herr Frenzel schreibt etwa auch, dass ich, Zitat, in meinem Gefolge glatzköpfige Männer in schwarzen Anzügen befänden. Was Herr Frenzel sicher wusste, das waren nicht meine Männer. Ich habe mir die Männer auch nicht nach der Frisur ausgesucht. Es waren Beamte des Bundeskriminalamtes, des BKA, die zum Personenschutz an dem Abend für uns vor Ort waren. Sehr angenehme, professionelle Männer ohne Haare. Journalistisch auf passendem Niveau zu T-Online ist natürlich, dass Herr Frenzel diese Information wohl ganz bewusst weglässt. Von Herrn Frenzel kam auch dazu auf Nachfrage kein Wort. Richtig kurios wird es, wenn man sich weitere frühere Artikel des Herrn Frenzel anschaut. Etwa einen über seine Zeit als Bademeister in Bonn. Er schreibt dort von verschiedenen Milieus, die sich im Freibad tummeln würden. Senioren, Sportler und Embre und seine Jungs. Embre und seine Jungs würden sich zwar permanent nicht an die Regeln halten und belästigen damit natürlich andere, aber sie hätten einige Macht über andere Badegäste. Und deswegen hätte man sich mit ihnen arrangieren müssen. Herr Frenzel kommt aber nicht auf die Idee, diese Verwerfungen zu kritisieren. Nein, er hält ausgerechnet Freibäder für ein besonderes Beispiel eines Ortes für gesellschaftlichen Frieden, weil dort angeblich alle friedlich koexistieren. Obwohl diese friedliche Koexistenz aus Belästigungen und in vielen Fällen auch aus Gewalt besteht und nur dann möglich ist, wenn wenige Meter entfernt mehrere Bademeister stehen, dazu äußert sich Herr Frenzel nicht. Das ist offenbar die Vorstellung eines Nils Frenzel für die Zukunft. Damit es in seiner vielfältigen Welt nicht zu allzu großen Verwerfungen kommt, braucht es alle paar Meter irgendwelche staatlichen Aufpasser im Mehrschichtbetrieb. Interessante Vorstellung. Was schreibt Herr Frenzel auf Twitter? Da vergleicht Herr Frenzel ernsthaft das Recht zur Ausreise aus einem kleinen Flecken Erde mit dem Recht, überall hin einreisen zu dürfen. Alle Journalisten haben sich bei unserem Bürgerdialog in Eitorf übrigens bei mir angemeldet. Also typischerweise auch mich persönlich angesprochen. Herr Frenzel lief einfach rum, sodass ich ihn ansprach. Er sah ein bisschen nach Antifa aus. Er fühlte sich förmlich ertappt, als er sagte, er sei von T-Online und seinen Namen nannte. Aber Herr Frenzel, ich hole Sie jetzt hier aus dem Dunkeln. Das waren jetzt ungefähr 4 Minuten Ruhm für einen Journalisten, der sich für einen Teil eines frech aufklärerischen linksliberalen Mediums hält. Und nein, es sind nicht alle Medien wie T-Online. Und nein, nicht mal bei T-Online sind alle so wie Nils Frenzel. Aber es ist einfach zu viel schäumende Tendenzpresse unterwegs. Darüber sollte man viel öfter berichten. Persönlich wünsche ich Ihnen alles Gute, Herr Frenzel.